Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat Juli 2018. Ja, durchwachsen und aber eher im oberen Bereich, wie ich gerade sehe. Ein recht guter Lesemonat. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten E-Book, was wir gemeinsam gelesen haben. Richtig, von Hanna Siebern, Seiltanz zwischen den Welten. Der erste Band. Genau. Rina ist eigentlich eine ganz normale 17-Jährige. Wäre da nur nicht... Stefanie? Wir müssen uns jetzt mal auf die Buchstaben konzentrieren. Oh, Grunz! Wäre da nur nicht ihre total verrückte Zirkusfamilie, ihr spuckendes Lama und die Tatsache, dass sie im Sommer selten länger als ein paar Tage an einem Ort lebt. In Dublin begegnet... Diese Geräusche hier überall. In Dublin begegnet sie jedoch einem Mann, der sogar in ihren Augen absolut außergewöhnlich ist. Evan. Der junge Fremde benimmt sich wie ein Gentleman aus längst vergangener Zeit und fasziniert Rina von der ersten Sekunde an. Allerdings beginnen sich die rätselhaften Ereignisse in seinem Umfeld bald zu häufen. Und als Rina dann auch noch von Albträumen geplagt wird, gerät ihr Leben vollends aus den Fugen. Wer ist Evan? Und wie kann es sein, dass ihn außer ihr noch nie jemand gesehen hat? Echt mal. Mensch, Mensch. Ja, der erste Band. Und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ja. Du hattest deine Schwächen damit? Irgendwie. Schwierigkeiten, Schwächen. Irgendwie ja. Dann ging es mal wieder eine Zeitweise, wo es dann wieder ganz spannend wurde. Dann war es wieder so, dann ging es mal wieder. Also es war jetzt nicht, es war ein Jugendbuch. Ich glaube, ich war zu alt dafür. So vom Kopf her. Für mich war das so... Da warst du dich so gefreut wegen dem Zirkus. Ja, genau. Und aber irgendwie hat mich das nicht so gerockt irgendwie. Ich fand's ganz gut. Für mich hat es auf 4 Stelle bekommen. Und ja, ich freue mich auch schon auf den zweiten Band, der irgendwann mal in Flanners Zukunft, wenn ich noch keine Bücher mehr zu lesen habe oder so, keine Ahnung. Also der Schluss war ganz spannend, das stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Das Ende war überraschend spannend, ja. Dafür, dass der erste Teil vom Buch so plätscher. Vielleicht muss die gesamte Reihe erstmal in Gang kommen, kann das ja auch sein. Also das Ende war dann doch wirklich interessant und spannend. Ja, und lesen wir den zweiten Band auch gemeinsam? Weiß ich noch nicht. Dachte ich mir. So, kommen wir gleich mal zum nächsten Buch. Labyrinth der Geheimnisse, Teil 7, Wirbelsturm über Witterstein. Genau. Da ich den Text hier hinten schon mal gelesen habe, warne ich schon mal vor, zählt mal, wie viel Ws hier hinten vorkommen. Stell dir vor, der Gewinner bekommt ein Lesezeichen. Ein selbstgemachtes Lesezeichen. Ja, die wir nachher erstellen werden. Genau. Stell dir vor, unter deiner Stadt liegt ein riesiges Labyrinth. Voller Geheimnisse und Gefahren. Na, habt ihr schon mitgezählt? Schön aufpassen. Ein gewaltiger Tornado rast auf Witterstein zu. Hat die verschollene Wettermaschine der Löwenritter den Wirbelsturm ausgelöst? Auf der Suche nach der legendären Erfindung steigen Jago, Phil und Kresse hinab ins Labyrinth. Noch ahnen sie nicht, dass ihnen ein Bösewicht dicht auf den Fersen ist. Ja, der abschließende Band, eigentlich nicht abschließend, aber es gibt keine weiteren mehr. Allerdings ist der Schluss offen. Und das ist fies. Es ist seit dem 5. Band eigentlich offen. Man will immer wissen, was ist denn, was passiert denn, wie geht's denn und überhaupt? Wie geht's denn aus vor allem? Und hier ist die letzten Sätze wirklich einfach so offen, dass man denkt, es geht weiter. Aber es gibt keine weiteren Bände mehr. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil ansonsten war der Band wieder richtig, richtig spannend. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich würde gerne den 8. Band lesen wollen. Gib es nicht. Wir müssen den Herrn Bornstedt mal anschreiben. Lebt der noch? Ist er tot? Natürlich. Nee, jetzt können auch nur Leute sterben. Natürlich. Der schreibt mir die Lieder. Ja. Ja, unter anderem. Aber nein, der muss nicht. Ja. Der muss weiterschreiben. Bitte. Vielleicht hat er keine Ideen mehr. Aber es gibt ja noch diese Hauptidee, die nicht zu Ende ist. Schreib ihn doch mal. Schreib ihn doch mal, biet ihm doch an, dass du mit ihm zusammenschreibst. Ach du Scheiße. Dass das wird. Ja. Ich kann das gut alleine, das kriegst du schon hin. Ja.
Es gab von mir da auf jeden Fall auch 4 Sterne, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Ja. Ich würde gerne weiterlesen wollen. Das ist doof. Ja. Das nächste Buch. Der mysteriöse Mr. Spines. Der erste Band. Wings. Für eine Trilogie. Das werde ich dazu sagen, genau. N-Wort schrie auf. Ein grässliches Reißen erklang und 2 nadelscharfe Spitzen bohrten sich durch seine Haut. Ihnen folgten 2 große schwarze Gebilde, die sich im Hervortreten entfalteten und Edwards Pulli am Rücken in Fetzen rissen. Zögernd tastete er mit einer Hand nach hinten und schauderte. Auf seinem Rücken befand sich tatsächlich etwas, das vorher nicht da gewesen war. Und mit einem Mal erkannte Edward die ungeheuerliche Wahrheit. Zwischen seinen Schultern waren 2 noch feuchte, ebenholzfarbene Flügel hervorgewachsen. Von einem Tag auf den anderen ist im Leben des jungen Edward MacLeods nichts mehr so, wie es war. Wie ist es nur möglich, dass ihm Flügel gewachsen sind? Und wer ist dieser mysteriöse Mr. Spines, der ihm aus höchster Gefahr gerettet? Könnte er der Schlüssel zu den Geheimnissen sein, die Edward plötzlich umgeben? Teil 1 habe ich auch noch gelesen damals. Ja. Ich fand den auch sehr, sehr schön. Mhm. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wird demnächst auch weitergelesen. Und hat von mir 4 Sterne bekommen. Und da ich die Trilogie nun komplett habe, möchte ich sie auch relativ bald hintereinander weglesen. Möglichst noch alles dieses Jahr. Mhm. Mal gucken. Das jetzt wird mir erstmal bewusst, wie alt dieses Buch schon ist. Das habe ich ja am Anfang meiner YouTube-Zeit gelesen. Genau, da habe ich es bei anderen auch gesehen. Die ganze Zeit war es aller Munde gewesen. Boah. Ja. Das ist mir öfter schon passiert. Oh je, das ist aber schon ein Weilchen her. Oh Gott, das kommt mir noch gar nicht so lange vor. Ja, nicht? No. So, dann habe ich hier noch ein Rezi-Exemplar gelesen. Und ein sehr schönes, muss ich wirklich mal sagen. Emily. Wenn du weißt, was es ist, würdest du wahrscheinlich nicht mehr sagen, dass es sehr schön, aber... Ach so, okay. Mhm. Emily Suvada, Cat and Cole. Meine Farben auf jeden Fall. Letzte Generation, der erste Band. Es geht also noch weiter. Was ich erst auf den letzten Seiten erfahren habe, dass es irgendwie weitergeht und noch gedacht habe. Gack, 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 tack, tack, gack, tack, gack, tack, 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 tack. Wenn du das liest, bin ich tot. Habe einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt. Er ist unsere letzte Rettung. Du musst ihn entschlüsseln und sie dürfen dich niemals kriegen. Ack, tack, 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 tack. Das Buch ist eine Dystopie, also eine Reihe Dystopie. Und... Ist es teuer? Ja, kann man sagen, ne? Und ja, es ist ein bisschen anders als andere Dystopien. Also zumindest habe ich sowas noch nicht gelesen. Da sind halt die Menschen mit Maschinen quasi verbunden. Oder halt man hat Apps in sich drin und kann Krankheiten heilen und sich selber verändern und so weiter. Ja, mir hat das Buch gut gefallen. 4 Sterne. Und ich habe dazu auch natürlich eine Rezension gedreht, die ihr gerne anschauen könnt, wenn ihr wollt. Um mehr zu dem Buch zu erfahren. Ich fand es gut. Hast du das gerade schon erwähnt? Wird das eine Trilogie? Ich weiß es gar nicht, wie viele Bände es gibt. Also ich weiß, es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung. Mhm. Aber wie viele Bände es insgesamt gibt, keine Ahnung. Mhm. Wie gesagt, ich wusste am Anfang des Lesens nicht mal, dass es doch einen 2. Band gibt. Ich dachte, es wäre ein Einzelband, aber ist es nicht. Definitiv nicht. Und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Weil das Ende halt auch sehr offen ist und sehr spannend ist und es ist einfach nur klasse. Also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand den Titel jetzt gerade, muss ich gerade überlegen, die letzte Generation für den ersten Teil, fand ich jetzt gerade den Titel so ein bisschen ungewöhnlich. Naja, die Menschheit lebt halt nicht mehr auf der Erde direkt, also unterirdisch in Bunkern, weil eben eine Seuche ausgebrochen ist oben. Achso. Also eigentlich erst, ja doch, die Seuche ist ausgebrochen. Also sind noch nicht alle anders? Wie? Naja, also gibt's noch Menschen? Die sind alles Menschen. Achso. Aber sie haben halt alle Apps drin. Ja. Und einige gehen nicht in diese Bunker rein, weil sie eben in den Bunkern, vor allem Cat darf da nicht rein, weil sie ist allergisch gegen viele Apps. Ach. Ja, das gibt's auch. Und darf halt da nicht rein, weil in den Bunker nur die rein dürfen, die autorisierte Apps und so weiter haben. Und da ihr Vater ihr spezielle Apps geschrieben hat, als Wissenschaftler, darf sie da nicht rein, sonst würde sie nicht überleben. Ah. Und da sind halt einige, die sich dagegen wehren, da reinzugehen, weil diese Organisation ist ein bisschen... kritisch. Also ein paar, die dann Widerstand machen. Genau, oder? So ein paar Rebellen sozusagen. Ja, genau. Ah, okay. Und dann gibt es eben diese Seuche, wo eben noch ein bisschen andere Dinge passieren. Okay, okay.
Genau. Wie gesagt, mehr in der Rezension. Da erfahrt ihr definitiv mehr davon. So, dann wieder ein Rätsel-Exemplar zu einer Leserunde, die ich mitgemacht habe. Und zwar von Christoph Mathieu und Dennis Todorowitsch. Lucid. Tödliche Träume. Wenn dir deine Träume zum Verhängnis werden. Die junge Künstlerin Sine Mortensen beherrscht das luzide Träumen. Im Traum kann sie machen, was sie will. Für den Neurologen Fabian Hardenberg ist sie die große Liebe und sein Ticket zu wissenschaftlichem Ruhm. Denn Sein ist der Schlüssel zu einem Forschungsprojekt, das nicht weniger verspricht als die Manipulation menschlicher Erinnerung. Doch wo große Macht lockt, bringt die Gier das Schlimmste im Menschen zum Vorschein. Das stimmt. Dieses E-Book hätte als Taschenbuch über 600 Seiten. Sie werden sich wünschen, sie seien mehr. Ein eindrucksvoller Thriller über die Grenze zwischen Traumwelt und Realität, zwischen Loyalität und Verrat. Ja. Gut, ich fand es eher so mittelprächtig, dass wir mit 3,5 Sterne bekommen. Weil einige Ungereimtheiten da auch gewesen sind und teilweise ein paar Längen und so weiter gewesen sind. Ja. Es wird eine Rezension geben, entweder auf dem Blog, als Video wahrscheinlich nicht. Das hat aber auch echt wahnsinnig viele Seiten. Wie lange hast du da gebraucht für? Also wir haben es ja als Leserunde gelesen, das heißt ja immer so ein Stückchenweise. Mhm. Ich habe vom 1. Juli habe ich angefangen, bis zum 19. Juli habe ich, glaube ich, gelesen. Mhm. Es ging, also lesen konnte man es eigentlich ganz gut, aber es war halt so ein paar Sachen, wo ich denke, so Mensch, das kann man doch irgendwie auch anders und ein paar Charaktere ein bisschen komisch gehandelt, wo ich denke so, ach, das ist aber auch ein bisschen. Andere sind dann wieder sympathischer, und also am Anfang sympathisch und danach nicht mehr, okay, weil sie eben was gemacht haben, was sie nicht was so anders war. Und andersrum genauso. Mhm. Die waren am Anfang unsympathisch und wurden dann sympathischer. Also es ist so ein ganz lustiger Wechsel eigentlich zwischen den Charakteren. Das ist schon ganz gut, aber manche Sachen waren halt so ein paar Fragen offen geblieben. Ich dachte so, okay, warum können die das jetzt, was sie vorher nicht konnten? Und so lala. Genau. So, dann wieder ein Wochenendbuch. Ah ja, Fiona Kelly, der Mystery Club. Genau. Diebe in der Nacht. Ich weiß nicht, wie gewandt das ist. Holly möchte in ihrer Freizeit einem älteren Ehepaar zur Hand gehen, das in einem kleinen Haus am Waldrand wohnt. Doch in dem Haus soll es spuken. Schon bei ihrem ersten Besuch spürt Holly allerdings, dass Gespenster nicht der Grund für die offensichtliche Angst der beiden alten Leute sein können. Werden sie von jemandem bedroht? Aber warum gehen sie dann nicht zur Polizei? Holly und ihre Freundinnen beschließen, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Das Buch hatte ich auch schon vor etlichen Jahren mehr gelesen. Und es ist auch wieder ein sehr schönes, also spannend und toll und mitraten und so weiter. Ein wunderbares Wochenendbuch für 4 Sterne, oder das 4 Sterne von mir bekommen hat. So. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde den Mystery Club so ganz toll. Mhm. Kommen wir nun zu einem meiner Monatshighlights. Wer hätte es gedacht? Sommer in St. Ives von Anne Sanders. Ives oder Ives, man weiß es nicht. Ives wahrscheinlich. Alte Liebe, neues Glück und ein verrückter Sommer in Cornwall. Lola Lessing stehen turbulente Wochen bevor. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern reist die junge Frau ins charmante Fischerdorf St. Ives an der südenglischen Küste, um ihre Großmutter Elvira einen letzten Wunsch zu erfüllen. Denn diese möchte ihre Lieben noch einmal um sich versammeln, und zwar dort, wo sie die glücklichsten Wochen ihres Lebens verbrachte. Niemand ahnt, dass Elvira hier in ihrer Jugend die wahre Liebe fand und nun kurz davor steht, ihre Familie ihr größtes Geheimnis zu enthüllen. Ja, das ist quasi der erste Band in St. Ives, spielt also vor dem Sommerhaus, im Sommerhaus zum Glück, so heißt es. Und natürlich weiß man, wenn man das Buch danach liest, schon ein paar Kleinigkeiten, die im zweiten Buch sind. Nichtsdestotrotz ist es ein wunderbares Buch. Es ist andere Protagonisten. Was machst du denn? So. Und ja, es ist wieder wie nach Hause kommen für mich gewesen. Es ist wieder genauso schön wie Sommerhaus und Glück. Und ich möchte gern mehr. Das ist schön, wenn man so eine Bücher spielen hat. Ja. Das ist schön. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen. War nicht ganz so gut wie Sommerhaus und Glück. Aber trotzdem richtig, richtig klasse und gibt oder gab auf jeden Fall eine Rezension dazu. Ganz genau. Wieder das nächste E-Book. Martin Christ, Stille Schwester. Du bist glücklich, bald bist du tot. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Insider, sorry. Seit Monaten treibt ein Serienkiller sein perfides Spiel in der Hauptstadt. Auf heimtückische Weise erdrosselt er die Frauen, verwandelt ihre Leichen in groteske Kunstwerke. Es gibt keine Verbindung zwischen seinen Opfern. Er hinterlässt keine Spuren. Kommissar Henry Frey und sein Team stehen vor einem Rätsel. Die Ehe von Rebecca und Andreas könnte glücklicher nicht sein, bis sie seinen Lügen auf die Schliche kommt. In ihr keimt ein furchtbarer Verdacht. Wer ist Andreas wirklich? Der zweite Fall für Kommissar Henry Frey. Und gleich mal am Anfang, wer ist Andreas wirklich? Das wüsste ich auch gern, wenn es mal aufgelöst worden wäre. Ja. Irgendwie fehlt das mal wieder. Siehst du, ich wusste schon wieder, warum ich das Buch beendet habe. Es ist irgendwie wieder wie im ersten Band, dass da Fragen offen bleiben, leider. Ansonsten wieder gut. Der Mordfall, der jetzt vom ersten Band rübergeschwappt ist, also die immer parallel zu den anderen Fällen gewesen sind, nimmt jetzt hier wieder Fahrt auf, man weiß auch, wer dahinter steckt. Die Auflösung fand ich auch ziemlich gut. Zwischendurch gibt es immer eine E-Mail, wo ich am Anfang dachte, was hat die jetzt damit zu tun? Also der Inhalt hat mit den Fällen in meinen Augen nicht wirklich was zu tun gehabt. Trotzdem fand ich es gut, hat für mich 4 Sterne bekommen, weil es insgesamt ganz gut war. Wie gesagt, die offenen Fragen fand ich jetzt wieder ein bisschen blöd. Ich bin noch nicht mal bis zur ersten E-Mail gekommen, da habe ich schon aufgehört zu lesen. Ja, naja. Mich regt das einfach so auf, was ich da schon mal erzählt hatte. Dieses Pünktchen, dass dieser Mann nicht in der Lage ist, einen Satz zu Ende zu schreiben. Auf einer Seite wird... So. Auf einer Seite nochmal. Da wird... Auf einer Seite? So fing der Satz an. Auf einer Seite, dankeschön. Auf einer Seite wird da ständig 5 bis weiß ich wie oft mal ein Satz angefangen und dann Pünktchen. Ich könnte spucken. Das war beim ersten Teil, wie hieß der erste Teil nochmal? Böses Kind. Genau. War das auch schon so. Aber dann habe ich es halt doch noch zu Ende gelesen. Aber beim zweiten Teil habe ich gedacht, jetzt leck mal am großen Zeh. Ehrlich. Vor allem, weil er das bei dem anderen, was ich gelesen habe von ihm, da hat er das nicht gemacht. Nein, wahrscheinlich nur bei der Reihe so. Was war denn das? Irgendwas mit Haut, war? Kalte Haut? Kalte Haut? Ich glaube ja. Da hat er das nicht gemacht. Aber hier bei den Dingern wird das, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Gag sein soll. Ich finde es furchtbar. Ich habe es abgebrochen. Gut. Findest du? Tja, naja. Nehmen wir einfach das nächste. Ist ja auch nicht mein Video. Nur dieser eine Tag. Von Marie Kunis. Oh. Ja. Die Begegnung mit Krishan stellt Gretas Leben völlig auf den Kopf. Ein Mann, der sie alles überdenken lässt. Ein Tag, der das Leben verändert. Ein bewegender Roman von Marie Kunis über das Schicksal und die Macht der Entscheidung. Nie hätte Greta ehrgeizig, pflichtbewusst, reserviert, auch nur im Entferntesten daran geglaubt, dass 24 Stunden ihr Leben lang dass 24 Stunden ihr Leben verändern könnten. Doch dann trifft sie auf Krishan. Er ist attraktiv, charmant, wortgewandt und bringt sie mit einer einfachen Frage völlig aus dem Konzept. Wissen Sie überhaupt, was Spaß ist? Fragt er. Und Greta weiß sofort, viel Spaß hat sie in ihrem Leben nicht. Mit Männern und der Liebe verhält es sich ebenso. Also lässt sie sich auf ein Abenteuer ein. 24 Stunden mit einem Unbekannten. Die Regeln? Sie stellen sich abwechselnd Fragen über ihr Leben und Aufgaben, die von Ohrloch stechen oder in ein Schwimmbad einbrechen, bis zu Bungee-Springen reichen. Gretas Schutzwall beginnt zu wanken. Doch was Greta nicht ahnt, dieser aufregende, berauschende Tag verändert alles. Da geht der Wind. Ja. Anfangs dachte ich noch so, oh Gott, was ist das denn? Habe ich mich da denn eingelassen? Wer fragt denn bitte einfach jemanden, hey, willst du ein Spiel mit mir spielen für 24 Stunden? Und der geht darauf ein. Ja. Also das dachte ich mir so, hä? Warum? Aber dann geht er auch ein Krishan im Leben. Weil sie hat wirklich eine Wandlung mitgemacht, das ist der Wahnsinn. Ich habe eine Rezension dazu gemacht. Gibt es auf jeden Fall eine Rezension dazu? Entweder ist sie schon da oder kommt noch. Also das Buch ist denn doch, hat eine bestimmte schöne Message, die man eben, wie gesagt, mal Spaß haben, mal einfach mal die Seele baumeln lassen und nur an sich denken. Und ja, die Charaktere sind toll. Allerdings das Ende ist so, es kann doch so nicht enden. Bitte lass es so nicht enden. Wie soll man das jetzt beschreiben in der Kürze der Würze, um hier auszuschweifen? Jedenfalls. Also ist das so ein
so ein Lebenserkennungs-Wiederfindungs-, ja, so genau, wo bin genau. ich, wo gehöre ich hin? Genau. Und einfach nicht nur so karrierefraumäßig sein, sondern einfach mal runterkommen. Machen, was das Herz sagt. Genau, und mal einfach mal Sachen machen, die nicht man... Nicht drüber nachdenken. Ja, genau. Ja, sowas ist das. Okay. Und das ist dann irgendwie doch schön gemacht. Ist auch sehr humorvoll. Also man kann viel lachen in dem Buch, weil die Dialoge zwischen den beiden sind einfach auch nur herrlich. Und deswegen hat das Ganze letztendlich doch von mir 4 Sterne bekommen. Okay, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. So von dem, was ich gerade vorgelesen habe, dachte ich auch so, oh Gott, was ist das denn schon wieder? Aber nein, das wurde immer besser und immer besser und die Wandlung war einfach von ihr vor allem richtig, richtig gut. Okay. Sie wurde von Anna-Greta von Strauß zu Greta. Einfach nur Greta. Mhm. Nicht mal Anna, wie sie vorher mal genannt wurde, weil Greta dann mag sie ja nicht gar nicht. Mhm. Nein, die wurde einfach zu Greta. Und das ist dann schon okay. sehr, sehr gut. So ein Selbstfindungstrip, so auf schön. So ähnlich, ja. Auf jeden Fall. Schön. Jeder braucht einen Krishan im Leben. Echt, ja? So habe ich es hinterher gedacht. Nur das ist Ende. Bitte gibt es eine Fortsetzung? Das kann so, das darf so nicht enden. Nee. Das ist echt so Tränen fließen und so. Ende. Das oh Gott. Ist nicht schön. Das muss weitergehen. Das kann man nicht so stehen lassen. Bitte. So. Mal sehen. Ja. Ist ja dieses Jahr erst rausgekommen jetzt? Ja, aber ich glaube, es gab es vorher schon mal. Als Selbstverleger. Als Selbstverleger. Aber ich war aber total schon ja. Ich hoffe mal. So, dann mein zweites Highlight des Monats. Was mich überrascht, weil ich habe mir das vor kurzem erst geschenkt und ich habe jetzt gedacht, es liegt jetzt erstmal 5 Jahre auf dem Sub. Haha. Und jetzt ist es auch nur ein Monatshighlight geworden. Ja, von Jutta Wilke. Wie ein Flügelschlag habe ich der Betty geschenkt. Ich war 5, als ich fliegen lernte. Ich schlüpfte aus den Armen meiner Mutter, die im hüfthohen Wasser stand, wand mich unter dem Seil hindurch und flatterte davon wie ein kleiner Vogel. Kein Boden mehr unter den Füßen und keine Hände mehr, die mich umklammerten. Über mir der Himmel und unter mir nichts als Wasser mir. Achso, jetzt wollte ich gerade das andere vorlesen, aber das sind ja Stimmen. Genau. Stimmen klingt auch bescheuert. Das sind Stimmen. Für Stimmen. Ja. Ich war ja skeptisch, also ich habe mich zwar darauf gefreut und überhaupt, aber ich war halt skeptisch, weil ich dachte, mal gucken, schauen wir mal. Und nicht wahr, Märchen. Aber ja, auch das hat eine Message. Ja. Auf jeden Fall. Sie möchte eigentlich nur schwimmen. Das ist ihr großes Ziel. Sie will eigentlich nur schwimmen, als andere interessiert sie nicht. Sie ist mit einem Stipendium in einem Sportinternat und wird deswegen von allen anderen verachtet. Und nur die ja, Klassenbeste, die Leistungssportbeste Melanie hält zu ihr und Tom. Das sind die einzigen beiden, die wirklich mit ihr befreundet sein wollen. Alle anderen meiden sie. Und mit einem Mal ist Melanie tot. Bevor sich beiden sich aussprechen konnten, weil Melanie zeigt ihr nach einem Abendessen bei ihren Eltern auf einmal auch die kalte Schulter. Und Jana möchte wissen, warum. Aber bevor es zu einer Aussprache kam, ist Melanie immer tot. Zusammen mit ihrem Bruder, also zusammen mit Melanies Bruder, möchte Jana herausfinden, was da los ist. Und begibt sich auf die Suche nach Antworten. Mhm. Und ich finde, das ganze Buch ist einfach nur schön. Es ist wie im Winter. Mhm. Ja, stimmt. Du ich sagen können, danke. Stimmt. Das, ich habe es im Hochsommer gelesen. Ja, das habe ich aber bei den ganzen total vergessen, dass das im Winter spielt. Im tiefsten Winter. Dezember bis Januar. Ja. Aber es ist doch eine melancholische Stimmung. Ja, also man sollte es im Herbst, Winter auf jeden Fall lesen. Da passt perfekt rein. Ich habe das auch so weggesuchtet und so weggelesen, weil ich wissen wollte... Es ist ein Wochenendbuch. Ich habe es nicht geglaubt, es ist wirklich ein Wochenendbuch. Ja, und ich wollte einfach wissen, wie es jetzt ausgeht und was da passiert ist und so weiter. Und habe es einfach verschlungen. Ja, auf jeden Fall. Freut mich, dass es dir so gefallen hat. Du hast von mir 4,5 Sterne bekommen. Das freut mich. Ja. Das freut mich, dass ich dir da so eine Freude mitgemacht habe. Richtig schön. Gibt auch eine Rezension dazu. Ich habe sie gestern gedreht. Ich weiß nicht, wenn sie online kommen. Du musst dir einen Plan gucken. Dabei. Wenn man Leuten ein Buch schenkt und dann hört man, dass es so schön angekommen nicht ist. Nicht so wie bei dem Geburtstagsbuch. Ja, genau. So, dann kommen wir zu zwei weiteren Jetzt bin ich Büchern. Ja mal gespannt. Den Flops. Oder den einen Flop. Welches ist denn jetzt hier der Kerl vom Land? Das ist der erste, ja genau. Dem Traummann auf dem Friedhof begegnen? Desiree hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber als die junge Witwe Benny kennenlernt, funkt es sofort. Nur leider hat der charismatische Mann ein Manko. Er ist landwirtisch. Nicht gerade das, was sich die kunstliebende Bibliothekarin vorgestellt hat. Nach einigen Wochen voller Leidenschaft fallen die beiden
darum von ihrer rosaroten Wolke und müssen feststellen, dass mit ihnen zwei vollkommen gegensätzliche Lebenswelten aufeinander prallen. Mhm. Und Desiree muss sich fragen, ob man Jane Austen auch in Gummistiefeln lesen kann. Also es funkt sofort, ja, von wegen. Es funkt überhaupt nicht sofort. Die beiden sitzen auf dem Friedhof, sie vor dem Grab ihres Mannes, er vom Grab seiner Mutter. Beide kreuzunsympathisch. Pottenhässlich beschrieben. Also sie sind nicht mal schön, die sind einfach nur innen hässlich, außen hässlich. Da gibt's keinen Geflex. Nee. Er mit so einer komischen Mütze auf dem Kopf und sie halt blass wie eine Wand. Und zwar mit allem. Klamotten aus und alles. Ah! Nee. Und was war da noch geschrieben? Da war gerade irgendwas. Achso, nee, Moment. Beide haben irgendwie nur das eine im Kopf. Piep. Ja. Die ganze Zeit. Sie mehr als er. Ich denke mir so, was ist das für ein Scheiß? Ich habe auch gebrochen, habe den ganzen Einsteiger gegeben, ich habe auch eine Rezension geschrieben, die irgendwann mal online geht. Ich habe auch den zweiten Band gar nicht erst angefangen, weil ich habe den ersten abgebrochen und dann sofort auf aussortiert gesetzt bei mir. Das ist ja nur ein E-Book. Leider kann ich es nicht wirklich aussortieren, schade. Aber nee, braucht die Welt nicht. Also Teil 2 hast du gar nicht gelesen? Ich habe den ersten nicht abgebrochen. Frische Landluft wirkt bekanntlich Wunder. Ja, ganz toll. Trotzdem kann sich Stadtkind Desiree einfach nicht vorstellen, an der Seite von Benny ihr Glück zu finden. Na, guck mal. Dann hat er sie wohl nicht rangelassen. Komische Sache. Nee. Aber wirklich so, oh, ich habe noch nie zwei Protagonisten, also das Protagonistenpaar, so hässlich erlebt. Innen wie außen. Entschuldigung, für die Leute, die es mögen. Aua, hast du mal gelesen, was da noch kommt? Nee. Muss ich mal machen. Musst du gleich mal machen, wenn wir durch sind, ja, hier. Nee. Ich glaube, es ist besser, dass Betty es nicht schließt. Zweiten Teil. Ich glaube, es ist besser so. Ach, nee, also wirklich. Ich weiß nicht, wann ich abgebrochen habe, auf jeden Fall habe ich ziemlich bald abgebrochen. Die sind mir so unsympathisch, die sind mir beide so... Nee, und dann, wie gesagt, diese Gedankengänge dabei immer die ganze Zeit. Man muss sagen, dafür, dass ihr das Buch so scheiße fand, bekommt man jetzt irgendwie Lust, das zu lesen, oder? Nee, gar nicht. Überhaupt so, dann haben wir den zwei schlechtesten Kandidaten des Monats. Riley Sager, Final Girls. Ein very schwarzer Thriller. Ein wunderschönes Buch. Ja, ja. Wunderschön. Ich finde die Aufmachung prima. So genial. Sie haben die Hölle überlebt, doch das war nur der Anfang. Vor 14 Jahren hatte die Studentin Quincy als einzige ein Massaker überlebt und inzwischen mühsam in einem normalen Leben zurückgefunden. Also in ein normales Leben. Doch dann steht plötzlich Samantha vor ihrer Tür, die Ähnliches durchgemacht hat. Auch sie ist ein Final Girl. Quincy ist gezwungen, die Schrecken der Vergangenheit erneut zu durchleben. Denn es sieht so aus, als wollte jemand jetzt zu Ende bringen, was damals in Pine Cottage begann. Es ist ziemlich langweilig. Also wenn alles schon mal gewesen ist, das hätte ich auch schon mit dem Buch danach gehabt, dass es halt danach was ist und wieder aufgearbeitet werden muss. Das ist irgendwie, man ist nicht hier mittendrin. Hm. Und irgendwie, es sind ein paar mysteriöse Sachen passieren da zwar schon, aber alles in allem hat mich das Buch eher gelangweilt. Und ich musste mich zwingen weiterzulesen. Schade. Ich habe uns 2 Sterne gegeben, wirklich schön aussehen. Wirklich schön. So ein ganz schwarzes. Es wird auf jeden Fall auf meinem Blog mindestens eine Rezension geben. Sie ist auch schon vorgeschrieben. Von daher. Und wir haben vorhin durch Zufall geguckt, weil mir der Name so bekannt vorkam. Es gibt einen Kinofilm, der heißt Final Girls. Zwei. Nein, es gibt 2 Kinofilme, genau, die so heißen. Die haben aber nichts mit dem Buch zu tun. Nein. Nein, nein, nein. Also die Filme könnt ihr ruhig gucken, wahrscheinlich, vielleicht. Auch wenn das Buch nicht so doll ist. Ja. Nee, also das war, wie gesagt, eine Rezension auf jeden Fall auf dem Blog. Ich weiß nicht, ob ich es als Video so mache, muss ich mal gucken. Es sei denn, ihr wollt eine Videorezension dazu haben, dann kann ich es auch als Video machen. Es wird aber dann keine nette Rezension. Solange das kein Rezi-Exemplar war. Doch. Achso, doch. Ich frage dann immer den Verlag, deswegen, ob ich auch eine schlechte Rezension machen darf. Aber ich sag dir, das habe ich doch bei so vielen gesehen, jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten. Das weiß ich gar nicht. Ich habe es nur bei uns im U-Bahnhof gesehen, in dem Kiosk. Die haben es auch verkauft. Und ich dachte so, oh, das habe ich. Habt ihr das gelesen? Wie fandet ihr es?
Ist besser als der Stern. Kennt ihr den Horrorfilm Final Girls, der vor ein paar Jahren rauskam? Ist der wenigstens gut? Ist ja wenigstens ein Horrorfilm, der so ja, heißt, gut. Wer weiß das schon. Ja, das war's. Das war's. Wir haben es geschafft mit 11 Büchern, die ich gelesen habe. War doch im Durchschnitt echt ein echt guter Monat. Ja, deswegen, die meisten waren 4,5 Sterne. Ja. Eins mit 3,5 und dann halt die beiden letzten Sachen da. Und dann das mit dem Kerl vom Land. Also würde ich sagen, ich war wirklich ein bisschen neugierig. Oh Mia, was ist los? Du läufst hier rum wie Falschgeld. Gut. Jo, na denn. Bis zum nächsten Mal, würden wir sagen, nicht wahr? Ja. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.